Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Ründchen Starfield. Hallo! Ja, Garfield, was auch immer. Hauptsache, wir können wieder ein bisschen looten. Haben wir hier auch alles mitgenommen? Ja, haben wir alles mitgenommen. Ich wollte mal kurz... Hilfe? Ich wollte mal kurz gucken, ob wir auch wirklich... Waren wir hier schon drin? Das ist zwar alles connected, glaube ich, aber ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob wir alles gesehen haben. Deswegen würde ich ganz kurz nochmal eben schnell einen Kontrollgang machen. Ja, ich glaube, hier waren wir. Und durchs Fenster haben wir... Ja, da haben wir das hier gesehen. Okay. Ja, hier, okay, hier waren wir. Ja, verkauf's doch mal. Oh. Aber guck mal. Wie schnell man doch Sachen übersieht. Birne, Schüssel. Oh, die Schüssel wollte ich gar nicht. Naja. Ich habe zuerst Schlüssel gelesen. Aber naja. So. Zu mit der Tür. Und hier hätten wir alles geholt, glaube ich. Hier hätten wir auch alles geholt. Lagerbehälter. You can do it! Ja, das war hier. Okay. Alles schon gesehen in der letzten Folge. Leere Bierflasche. Gibt vielleicht Pfand drauf, aber ich lasse es mal. Ich bin jetzt so abgehoben, dass ich den Pfand einfach nicht abgebe. Weil ich glaube, wir haben es nicht nötig. So, dann kamen wir von hier. Lagerkiste. Hier auch noch jemand umgebracht. Guck mal hier, Reißverschlussverbände. Pirat auf dem Klo erschossen, auch geil. Und hier Masse 10. Mm. Vielleicht muss man irgendwann für irgendeinen Perk muss man Hantel mit sich rumtragen für eine Weile. Oh, Schnellkocher für 240, den verkaufe ich. Rahm, Karotte, Tomate. Essensautomat. Ist mir zu teuer. Brauchen wir auch nicht. Munition. Schmierstoff nehmen wir mit. Guck, wir haben gar nicht alles mitgenommen. Wir mussten ja teilweise auch ein bisschen beeilen. Aber ich glaube, hier haben wir alles, ne? Hydraulikklammer, Pipapo. Das Datenkabel würde ich mitnehmen. Mag-Drucktank ist auch eine Komponente. Würde ich auch mitnehmen. Waffenkoffer. Oh. Da habe ich wohl doch nicht alles gesehen, wa? Oh, wow. Nichts. Klemme, Pipapo, Klebeband, Medipack, Knapse Alpha und noch ein Safe. Meister-Safe, schade. Ja, da kann ich nichts machen. Stift? Was? Geodenskulptur können wir gut verkaufen. Aha. Ich frage mich halt, wenn wir später wiederkommen, ob dann hier wieder Piraten sind. Unrealistisch wäre es nicht, wenn die Nächsten einfach kommen. Aber ich bin kein Freund von Respawns. Und ab irgendeinem Punkt sind die bestimmt auch lästig. Kann ich mir vorstellen. Also lästig im Sinne von, oh, schon wieder wegschießen. Ja, okay, ja, okay. So, da geht's raus. Ich glaube, von da kam er das erste Mal. Und hier haben wir alles abgesucht. Okay, ein paar Sachen haben wir noch gefunden. Hier ist der Computer, wo nichts drauf war. Chunks Apfel habe ich nicht mitgenommen, warum auch immer. Ich glaube, der war abgelaufen, aber jetzt reicht's mir doch. Lagerkisten alle leer, Leiterplatinen sind alle schon alt. Die braucht man nicht, die Technik hat sich weiterentwickelt. Deswegen lasse ich sie einfach liegen. So, wieder raus da und dann... Das war ein schöner Zwischenstopp. Auch wenn das nichts Questiges zu tun hatte, aber... Einfach sinnlos durch die Gegend ballern. Ich dachte gerade, das wäre ein Helm. Nein, leere Chunks-Verpackung. Nein, ich habe Müll mitgenommen. Das passiert mir sonst nie. So, Kaliber, Kartusche und leere Bierflasche. Und hier, warte, da liegen Credits rum. Einfach so nehme ich mit, bevor die schlecht werden oder ablaufen. Was anderes Spannendes haben wir nicht, ne? Hochgeschwindigkeitsdatenkabel, das sieht nochmal gut aus, aber sonst... Kann ich bald Glasfaser verlegen hier, wenn es weiter so geht. Da hat jemand Minen gepflanzt, clever. Hier noch irgendwo? Na, hier schon mal nicht. Okay.
Ach ja, wir sind überladen. Okay, ich muss kurz warten. Wir sind schon wieder überladen. Ich hab grad Sachen weggegeben. Was soll das denn? So, warte. Können wir direkt aus dem Schiffslager verkaufen? Das wäre interessant, weil dann würde ich nämlich das Schiff immer vollklatschen mit Scheiße. Mit wichtigen Sachen, die wir sammeln. Und dann würde ich dementsprechend halt... Wenn ich springe... verbrauche ich trotzdem. Okay, das ist jetzt ärgerlich. Bisschen Star Trek Musik gerade. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2023. Okay, hier außen ist nichts mehr. Oh. An den... Ach doch, der war das. Okay, ja. Und einer flog hier noch rum. War das der hier? Ich glaube, das war der hier. Muskelshirt Weltraumschurke. Da sehe ich uns. Mit unserem dünnen Heini. Oh, Palladium 5. Bestimmt gut. Man kann die Behälter hier ausrauben. Wolfram. Neodym. Neodym, die Düm, die Düm. Dum, 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 dum. Dum, du, dum, du, dum. Da hinten müssen wir zum Schiff. Das sollten wir auch. Ansonsten hier, glaube ich, da oben sind noch zwei Container. Da würde ich mal ganz kurz hinsegeln. Und wir können mal kurz gucken hier. Der ist leer. Aber die hier vielleicht nicht. Oh, 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 oh. Lagerhaus groß. Guten Tag. Das ist angenehm. Aber hilft mir nicht bei meinem Überladeproblem. Du. Nix, ne? Container, ne. Hier oben, ich glaube, da waren wir schon. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Ich hatte vorhin... Langfinger? Ich wollte Schleichattacke machen. Wahrscheinlich brauche ich dafür die Axt, ne? Langfinger geht natürlich auch, aber... Waffen... Ripshank, Berserker, mal gucken. Geheimer Angriff. Ich dachte, da gibt es eine spezielle Attacke, aber okay. Ich habe einfach mal reingeholzt. Er war da, wir waren da. Alles hat sich ergeben. Es passte einfach alles gut zusammen. Er und ich, das war schon was. So, hier gibt es aber sonst nichts, außer sehr viel Dunkelheit. Aus irgendeinem Grund ist es da drin sehr dunkel. Obwohl es da Licht gibt, gibt es da kein Licht. Zauberraum. Okay, dann haben wir das und wir müssen einmal kurz zum Schiff. Du bist nichts. Hier waren wir am Anfang drin. Okay, blocken können wir auch. Wir müssen, oh Gott, einmal da hinten rüber. Ich hoffe, Mademoiselle kommt auch gleich mit. Ist das hier was? Nee, ne? Ja, ja, ich weiß doch, ich weiß doch. Wir können aber auch Schnellreise machen. Ich meine, jetzt gibt es hier sowieso nichts Neues mehr. Hier vielleicht noch, aber ich glaube eher nicht. Oh, warte. Oh, hallo.
So, warte. Können wir eigentlich, warte mal, ich will mal kurz was probieren. Warte mal, nein, raus hier. Können wir eigentlich, wenn ich jetzt... Landeplatz, sprich mit Kelten, ja. Unbekannt, Schiffslandepunkt. Ah, ich bin schon neugierig auf alles, ne? Die Frontier. Oberflächenkarte, schnell, ja, Schnellreise. Du trägst zu viel und kannst da ja nicht schnell reisen. Nein! Nein! Warum nur? Oh, wie gemein! Aber gerade deswegen will ich ja schnell reisen. Überprüfe das Inventar deines Schiffs. Ja! Du trägst zu viel und kannst nicht schnell reisen. Nein! Nein! Lydia, wo bist du? Du hast geschworen, meine Last zu tragen. Würde mich sehr freuen, wenn in jedem Bethesda-Game immer eine Lydia vorkommt, die man als Begleitung mitnehmen kann. Das wäre irgendwie schön. Wie bei Final Fantasy, wo es immer wiederkehrende Namen gibt. Ah, okay, ich muss kurz... Ah, schön. So habe ich mir meinen Ausflug auf den Mond nicht vorgestellt. So, Sekunde. Ja, also, ne, sobald das Spiel rauskommt und vielleicht die ersten Mods raus sind, würde ich mir tatsächlich, glaube ich, eine Mod ziehen, wo ich mehr Inventarplatz kriege. Weil es für Let's Play, es ist für das Let's Play einfach besser. Na, Sarah? Danke für deine Hilfe im Kampf, ne? Das war echt cool. Also, toll, dich mal so in Aktion zu sehen. Ist ja nicht schlecht, hast du dir einen Helm gekotzt? Frag nur. Große Hilfe, große Hilfe. Aber besser so, als wenn sie tot ist. Ist keine gute Quote. Wenn gleich unser erster Begleiter stirbt. So. Rucksäcke, Helme, Piraten-Scharfschütze schon wieder. Okay, lagern. Kleidung. Management mächtig. Ich glaube, das behalte ich mal wegen Überzeugenschance. Plus 5 Tragekapazität. Oh. Plus 5 Gesundheit und Sauerstoff. Aber ich glaube mal, ich bleib mal bei Überzeugen. Werfbare Items, also wir hatten noch Minen. 2 Granaten haben wir auch noch, okay. Hat irgendwie nicht mehr geworfen. Hilfe. Junge. Sag mal. Ich habe eine Frage. Egal, ich habe gerade Tablett gesehen. 18 Stück haben wir noch, sehe ich das richtig? Notizen behalte ich auch. Notizen kann ich zum Beispiel auch zu Hause ablegen eigentlich. Wiegen die was? Nee, ne? Die Bücher, okay, die Bücher wiegen was. Okay, sonstiges. Aurora-Probe. Quest-Items können nicht entfernt. Ach so, Aurora-Probe. Aurora war ja die Droge, ne? Digi-Dich behalte ich mal. Ups. Leere Chunks-Verpackung. London-Schneekugel. Prototyp-Ausrüstung. Schüssel. Ja, Parsec-Pfote. Muss. Liebe das Geräusch. Ich liebe das Geräusch. Wir haben 40.000 Credits. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Und wir sind immer noch voll, gefühlt. Notizen, alles. Okay. Lass mal ganz kurz nochmal Sortierung ändern nach Gewicht. Maelstrom haben wir wieder. So. Schalldämpfer, bla bla bla. Tau-Regelwiderstand. Polytextil. Der Magnet, Schwerelosdraht, 4 Stück, adaptiver Rahmen, Mac-Drucktank, das wiegt ja auch alles ein bisschen hier. Die Rettungsäxte,
Dieses Holz, das brauchen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt, ne? Laserpistole. Können wir mit der abbauen? Muss man ausprobieren. Kraken, die Bücher ist, glaube ich, egal. Isotopisches Kühlmittel können wir ablegen. Neodym gerne alles. Palladium auch, Wolfram auch. Eisen sollten wir alles ablegen. Nickel auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Analgetikum. Dichtmittel brauchen wir auch nicht unbedingt. Die Bücher, die lege ich mal irgendwann anders ab. Faser. Kettenbrechen. Drei Membranen. Vier Schmierstoffe. Oh Gott, das wird lustig. Mine kann ich noch weiter mitnehmen. Sieben Kaffeepackungen. Rinder. Die sind nur zum Verkaufen. Die können wir nicht essen. So, Digi-Dietrich behalte ich. Ich glaube, das geht schon, ne? Miner Slate. Notiz von Dad. Wir sollten auch nach Hause kommen. 38. Ja, ich glaube, es geht. Ich glaube, das geht. So. Alles gut, Sarah? Dann wollen wir mal nach Hause. Wo war denn Dad? Notiz von Dad. Wir sollten ja unsere Eltern besuchen. Triff deine Eltern beim Pioneer Tower. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Wo war denn... Wo wohnen wir denn eigentlich? Da ist die Vigilante. Da ist die Sternstation. Sternwerft Nova Galactic. Interessiert uns ja nicht. Shit, wo war die denn nochmal? Alpha Centauri, deswegen finde ich es auch nicht. Das war ja Alpha Centauri, da habe ich gar nicht vergessen. Okay, Hinder. Deswegen. Jemison, huch. Oh, das ging, cool. Dann die Loge, da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Wir wollen eigentlich, hier trifft deine Eltern. So. Langsam, langsam, langsam kommen wir in alle Techniken rein. Geil. So. Auf keinen Fall bin ich am Psycho, der hier mit dem Messer rumläuft. Und ich würde auch gern wissen, ob ich vom Schiff hier verkaufen kann, direkt. Du hast beim Betreten der Stadt gescannt. Okay. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Gut. Die Drogenprobe ist ja legitim. Dürfen wir nicht vergessen. So. Ich hatte zwischendurch vergessen, dass wir hier auf Alpha Centauri, ne, dass wir hier in Alpha Centauri sind und hatte das irgendwie mit der Erde verbunden. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube wegen der ganzen Erdliteratur. Da bin ich wohl ein bisschen durcheinander geholpert. Ups. Die Erde sieht jetzt nicht mehr so richtig wohnlich aus, aber die Mieten kann man sich jetzt leisten. Das ist ja schon mal was. Also wenn man da jetzt ein Grundstück will, dann kann man das doch haben. Dann heulen hoffentlich die Beschwerden alle auf. So. Hallo, Mom, Dad. Wir haben noch über das Klopapier gesprochen. Oh, Junge, jetzt kannst du auch wieder rausgehen. Was? Teufel auch. Ja, hallo. Schatz, wir haben Besuch. Ich setze den Kaffee auf. Oh, mein Gott. Ich stand kurz vor einem Herzinfarkt. Nee, mach mal nicht, Mama. Nicht, dass wir uns nicht freuen würden. Aber ich dachte, du würdest bei Argos Extractors unter Vertrag stehen. Geht's dir gut? Ja, mehr als gut. Ich arbeite jetzt für die Constellation. Ah ja, keine Sorge, ich habe gute Nachrichten. Ich wurde befördert. Ich bin jetzt bei der Constellation. Es geht um unsere Familie. Die Neuigkeiten sind nicht immer toll, aber... Constellation? Ist hier etwa irgendwo eine versteckte Kamera? Mitglied der Constellation. Ich wusste, dass du was Besonderes bist. Habe ich nicht immer gesagt, dass du zu Höherem bestimmt bist? Nein, nie. Zu Höherem. Mütter finden doch immer, dass ihre Kinder besonders sind. Ja, naja.
Sagt euch die Constellation denn etwas? Ich habe euch nie darüber reden hören. Ach, hör auf, Mama. Ich werde ganz rot. So. Oh Gott, Mütter finden doch immer, dass ihre Kinder besonders sind. Aber du hattest anscheinend recht. Oh, ist das... Oh, puh. Ja, naja. Ja, hör auf, Mama. Ich werde noch ganz rot. Ach, Mensch. Wenn ich dich nicht loben darf, darf es auch kein anderer. Na gut. Aber du hast mir nicht Bescheid gesagt. Sonst wäre dein Lieblingsgericht schon längst im Ofen. Und dein Zimmer ist nicht aufgeräumt. So, wie du es verlassen hast. Oh. Ganz ruhig. Lass ihn erstmal zu Atem kommen. Bleib doch hier. Du weißt, dass du immer willkommen bist. Oh, das ist lieb. Oh. Ist aber auch schön hier. Was ist das? Das hier ist mein Zimmer. Ja, da, Football. Ja, ist bestimmt mein Zimmer. Rucksack Highschool. Extrakapazität. Hallo. Mamas Rucksacknachricht. Ich habe deinen alten Highschool-Rucksack gepflegt. So gut wie neu. Er hat so viele Taschen. In einer davon habe ich einen alten Apfel gefunden und, naja, jetzt ist sie wieder sauber. Ich weiß, dass du erwachsen bist, aber der Rucksack hat von allen Modellen auf dem Markt den meisten Stauraum. Vielleicht kannst du ihn ja für Argos gebrauchen? Sag Bescheid, falls nicht, dann spende ich ihn. Alles Liebe, Mom. Oh, das ist so lieb. Hat sie einfach gepflegt. Und, oh, wir haben auch eine Parsec-Pfote und eine Hypno-Artlampe. Aber die Parsec-Pfote hier lasse ich hier. Ja, Spiegel, immer noch ein Mysterium. Eine Galaktikkatze. Muss ich mitnehmen. Ich hoffe, ich kann die Stofftiere irgendwo sammeln. Egmund, Sportflasche, Baseball, Schaukasten. Ja, okay. Schreibtischglas, Globus. Das ist also unser Zimmer. Das ist ja, toll. In New Atlantis kann man so viel machen. Ja, was machst du denn so? Unglaublich, dass du da bist. Und es ist nicht mal Muttertag. Ach, ich dachte, ich guck mal. Ich muss dich das fragen. Gibt es jemanden in deinem Leben? Deine Mitgliedschaft bei der Constellation macht dich zu einem guten Fang. Nee, ehrlich gesagt, momentan gibt es noch nichts zu vermelden, leider. Dein Papa kann es kaum erwarten, Großvater zu werden. Nein, bitte nicht diesen Druck. Lass ihn und mich also nicht so lange warten. Oh Mann. Ich weiß, das Thema ist jetzt durch. Danke, Mama. Jetzt verstehe ich es endlich. Mütter können nicht anders, als sich in das Liebesleben ihrer Kinder einzumischen. Das ist wohl wahr. Du hast zwar nicht lange hier gewohnt, aber ich möchte, dass du das als dein zweites Zuhause ansiehst. Dein Bett ist immer für dich frei, keine Frage. Naja, fragen werde ich trotzdem. Und du kannst natürlich immer bei uns bleiben. Oh, das ist so lieb. Danke, das ist lieb, ja. Warum habt ihr euch eigentlich nie irgendwo niedergelassen? Das ist kompliziert. Irgendwann erkläre ich es dir. Aber Umzüge machen uns nichts aus. Wir sind wohl doch irgendwie Nomaden. Aber ich glaube, in New Atlantis werden wir bleiben. Boah, das wäre so cool, wenn die so eine krasse Backstory hätten. Mama, das ist sehr lieb von dir. Gar kein Problem. Bleib, solange du möchtest. Möchtest du über irgendwas reden, Schatz? Gibt's denn irgendwelche... Ja, erstmal, was macht ihr beiden denn zurzeit? Seit wir im Ruhestand sind? Mhm. Ich versuche, deinen Vater dazu zu bringen, was zu tun. Ach, der macht doch eh nichts. Tanzstunden, Urlaub, irgendwelche Kurse. Ich interessiere mich für frühe Kolonialkunst. Mhm. Aber er ist schon zufrieden, wenn er stundenlang liest. Er will die Geschichte von allen und jedem kennen. Ja, das verstehe ich. Es ist schön, Zeit für beides zu haben. Das verstehe ich aber ein bisschen. Und gibt es irgendwelchen neuen Tratsch? Jemand aus deiner Klasse ist Junior VP bei der Girlbank. Oh, was? Der Vater prahlt ständig damit. Ich muss ihm unbedingt von der Constellation erzählen. Ja, der wird Augen machen. Aber Mama, habt ihr schon mal überlegt, in eine günstigere Gegend zu ziehen? New Atlantis ist halt teuer. Ich weiß ja, ob das mit der schmalen Rente und so, das ist halt echt puh. Aber hallo, das könnten wir uns selbst mit beiden Pensionen nicht leisten. Hm. Aber mit dem Geld, das du schickst, klappt es. Okay. Und New Atlantis ist so voller Kultur und Leben. Ganz anders als in den Städten vorher. Also ich hätte da ein günstiges Grundstück auf der Erde, falls ihr wollt. Das ist, noch unentschlossen, aber zukunftsträchtig, ja, für Liebhaber. Du kannst jederzeit vorbeikommen, wirklich. Ich will den ja sehen, irgendwann mal. Hat sich wieder gemeldet. Aber ich hätte gern was Sie Leichteres. Sie wollen immer noch deinen Rat, Ich, oder?
Wie wär's mit Schnauz und ich? Deswegen liebe ich dich so. Was denn? Der kleine Ashtar ist so lustig und einfach nur niedlich. Ich glaube, wir sollten ihn an eine ärztliche Betreuung schicken. Hier liegt auch schon wieder Klopapier rum und so. Die Taschentücher liegen hier auf dem Boden. Wo es ist? Ich weiß, wo sie waren. Im Regal ganz oben. Oh. Aber da sind sie nicht mehr. Nein, habe ich vor langer Zeit nach unten geräumt. Wie soll ich wissen, wo irgendwas ist, wenn du es ständig woanders hinlegst? Du solltest aufpassen. Ich will einfach nur hier sitzen. Du solltest wissen, dass du deiner Mutter gefehlt hast. Sehr. Aber unglaublich. Ja. Constellation. In den Geschichten wirkt sie so exotisch, so fast schon romantisch. Wie ist es da? Gefällt es dir? Ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin fehl am Platz. Nein. Ich muss ehrlich gesagt noch richtig realisieren, dass ich eingeladen wurde. Ja, ja, die Leute da sind echt wundervoll. Also die waren wirklich alle sehr, sehr nett. Ich weiß nur nicht genau, ob ich mich als würdig erweise. Mach dir deswegen keine Sorgen. Dein ganzes Leben lang hat das Potenzial in dir auf eine Chance gewartet. Mhm. Deine Nummer wurde endlich aufgerufen. Hoffentlich sind die besiedelten Systeme bereit für dich. Ich habe auch Neuigkeiten. Vor dir steht ein offizieller Ruheständler. Ja, das weiß ich. Am Donnerstag hatte ich meinen letzten. Oh, was? Die Fakultät hat eine Party gegeben. Schade, dass du nicht da warst. Du hättest Torte haben können. Hast du mir keine mitgebracht? So, du hast immer gesagt, man lernt nie aus. Du wirst wahrscheinlich nie in den Ruhestand gehen. Ja. Ich fand schon immer, dass du noch mehr hättest tun können, als Dozent zu sein. Glaubst du, das wird dir fehlen? Ja. Ja, du wirst wahrscheinlich nie in den Ruhestand gehen, Papa. Das wirst du wahrscheinlich nicht machen. Woher um alles in der Welt hast du eigentlich dieses Altkluge? Tja. Genug davon. Möchtest du noch über irgendetwas anderes reden, bevor du los musst? Du kannst gerne bleiben, solange du möchtest. Wahrscheinlich willst du aber auf Entdeckungstour gehen. Nein, ich bleibe die nächsten 10 Folgen hier. Kinderkram-Status entfernen. Ich weiß nicht, ob ich euch weiterhin Geld schicken kann. Oh, krass, das geht. Mach ich aber nicht. Nee, das mache ich nicht. Was habt ihr denn jetzt vor, wo du im Ruhestand bist? Einen richtig schönen Urlaub zu planen. Nichts Ausgefallenes. Mm. Ich verspreche deiner Mama seit Jahren eine Reise. Jetzt muss es wohl sein. Deine Mutter hat mir andauernd Links zu irgendwelchen Angeboten und Ausflügen geschickt. Mm. Aber es wird gut, mal rauszukommen. Ach, bestimmt. Das klingt traumhaft. Kann ich denn irgendwas für euch tun? Du weißt aber schon, dass wir uns eigentlich um dich kümmern sollten. Ja, ich bin euch groß. Ja, Mensch. Ich würde dir dein Geld gerne irgendwann zurückzahlen. Das hast du schon. Das wissen wir zu schätzen. Ja. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Ach was. Und wie läuft's sonst so? Der Ruhestand ist schön. Aber an manchen Tagen fehlt mir der Hörsaal schon fast. Erzähl Mama nichts davon. Aber sie hat etwas bei Enhance machen lassen. Ich sage ihr immer, dass sie jeden Tag jünger aussieht. Das wäre okay. Okay. Gut, Papa, dann hau ich mal ab, ne? Über die weiß ich Bescheid. Was? Du hast tagelang daran gearbeitet. Suchen wir nach Lösungen oder Mitleid? Fred von der Pokergruppe meinte, 90% aller Ehestreits Flamenco? Würden vorbeigehen, wenn man weiß, Flamenco? Ob man Hilfe anbieten oder einfach vielleicht nur zuhören soll. Salsa? Dann ist diese Regina die Aktivität ein Monster. Wird dir die gut tun. Müsste man einbuchten. Ja? Irgendwas? Bedien dich einfach. Kein Problem. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Oh, entschuldigt, das... Ja, ihr macht das schon, ja? Oh, als ob. Oh, wie schön. Ein alter PC. Oh, wie schön. Wie cool. Einfach so ein uralt PC da drin stehen. Nice. Und Kuschelsaurus. Aber hier nehme ich nichts mit. Und Klopapier auf dem Boden überall. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Then walk away. Was? Am I drinking from this mug? Then walk away. Nein, da trinkt gerade keiner raus, aber ich gehe trotzdem. Das war sehr schön. Warte, hier nochmal kurz das Schlafzimmer von meinen Eltern. Ne? Zeige ich euch mal ganz kurz. Falls ihr es mal sehen wollt, tragbarer Ventilator. Hier gibt es wirklich, also gibt es schöne Dinge. Sehr viele Annehmlichkeiten. Hier Kästchen mit Erde, das hat auch nicht jeder. Das ist schon ganz cool. Origami-Skulptur auf dem Boden. Ist einfach toll. Und ein Martini-Glas. So, ihr Lieben, ne? Ich verkrümel mich mal wieder. Kühlschrank geht nicht auf, naja. Ich verkrümel mich. Du gammelst schon den ganzen Tag rum. Ich habe gelesen. Gutes Buch. Es ging um
Du solltest Sport machen. Bücher halten mich fit. Mir geht es gut. Und wie hat das funktioniert? Punkt für dich. Wir gehen nachher spazieren. Sarah, würdest du bitte von meinem Vater runterkommen? Sarah? Mein Kontakt arbeitet im Rekrutierungsbüro. Also wird er versuchen, dich anzuwerben. Würdest du bitte von meinem Vater runtergehen? Vielleicht ein anderes Mal. Mach mir einen Bruder. Das werde ich beim Pokerabend erstmal allen erzählen. Nein, bitte verschweig das. Was ist denn das hier für ein Gangbang-Club hier? Da muss ich raus. Das sind meine Eltern. Das ist ja... Oh Gottes Willen. Wo ist der Fahrstuhl hier? Oh Gott, was habe ich gesehen? Erstmal die Augen ausdampfen. So. Oh. Schade. Dann lass mal gucken. Wir haben gefühlt mehrere Hauptquests. Ich spreche erstmal mit Kelton Thrush, ja? Damit wir das auch aus den Füßen haben. Hui. Wo ist denn unser Freund Kelton? Wir machen uns bald wieder auf die Reise ins große Unbekannte. Aber erstmal hier ein paar Sachen abschließen, damit der Questlog nicht ausartet. Ich habe das Gefühl, heute wird ein schöner Tag. Nein, es wird scheiße. So. Nein, es wird ganz toll. Es wird fantastisch. So. Kelton, mein Freund, wie sieht's denn aus? Oh, ich hatte gehofft, dass wir uns nochmal sehen. Ja. Du kommst gerade recht. Ich stehe kurz vor etwas Großem. Allerdings habe ich noch nicht alle nötigen Informationen. Also wie immer. Ja, was ist denn jetzt los? Dir fehlt es immer an den nötigen Informationen. Ich helfe Kelton, ich helfe wahnsinnig immer. Es ist wirklich toll. Das weiß ich sehr zu schätzen. Mhm. Wirklich. Klar. Jetzt, da ich besser verstehe, was vor sich geht, scheint mir alles sonnenklar. Mhm. Und trotzdem hätte ich das vorher nie gedacht. Mhm. Das Innenleben der tertiären Stämme hat sich ebenfalls verflüssigt. Aber sie schwingen nicht. Mhm. Ich war erst von einem Schaden ausgegangen. Aber es ist viel einfacher. Evolution? Sie hören zu. Was? Warte mal, die Bäume kommunizieren? Woher weißt du das so genau? Sicher weiß ich es nicht. Es handelt sich um eine Theorie, aber durch Daten und Beobachtungen gestützt. Wie es guter Brauch ist. Mhm. Mehr haben wir zurzeit leider nicht. Okay, dann drück dich verständlich aus, bitte. Er ist bereit zur Fortpflanzung. Ich glaube, dieser Baum sendet Vibrationen über riesige Distanzen aus und erwartet dazu passende Vibrationen zu empfangen. Bisher gab es noch keine Antwort. Ich vermute, dass es auch so bleiben wird. Und das sind ziemlich schlechte Neuigkeiten. Aber... Pflanzen sich Bäume nicht anders fort? Produzieren die nicht Samen in ihrem Blattwerk? Ja, also muss der Baum doch gefällt werden. Ja, wir müssen rasch was unternehmen. Genau mein Gedanke. Ja. Bis jetzt hat es noch keine Reaktion gegeben. Keines der Exemplare in der Nähe scheint passend zu sein. Mhm. Obwohl nicht auszuschließen ist, dass der beabsichtigte Empfänger im Rahmen der Vergrößerung der Stadt gefällt wurde, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Ja, welche denn? Vor mehr als 100 Jahren entstanden nach dem Krieg von Narion die United Colonies und das Freestar Collective. Mhm. Als Geste des Friedens und guten Willens wurde einer der Bäume aus New Atlantis den Anführern von Aquila City sozusagen als Olivenzweig überreicht. Okay, das gefällt mir nicht, wo, in welche Richtung das geht. Was für ein seltsames Friedensangebot auf jeden Fall. Meine erste Wahl wäre es nicht gewesen. Es ging wohl um die gemeinsamen Wurzeln der Menschheit oder so. Mm. Politiker und ihre Metaphern. Ja, okay. Natürlich kann man nicht einfach eine heimische Spezies entwurzeln, auf einem anderen Planeten in einer anderen Umgebung einpflanzen und erwarten, dass sie wächst. Exobotaniker wurden offensichtlich nicht dazu befragt. Das Ergebnis war vorhersehbar. Der Baum ging innerhalb weniger Jahre ein. Oh. Okay, das klingt nach einer Sackgasse. Clever. Aber nein,
nicht unbedingt. Der Baum starb, aber einige Äste blieben zurück. Zumindest einer befindet sich noch im Museum dort in der Stadt. Aber... Hätte ich diesen Ast, könnte ich DNA-Proben nehmen und mit meinen gesammelten Daten versuchen, eine Reaktion zu simulieren. Okay. Diese Reaktion könnten wir senden und unseren Freund hier hoffentlich beruhigen. Okay. Aber wie gesagt, dazu bräuchte ich den Ast. Okay, gut. Dann komme ich so bald wie möglich damit zurück? Ich wusste, dass du es verstehst. Ja. Das Museum in Aquila City wird angeblich von einer gewissen Miss Kessler geleitet. Ich weiß nichts über sie, aber hoffentlich lässt sie mit sich reden und ist bereit, uns zu helfen. Hm. Alles klar, dann los. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay. Oh. Ih, der schlurpt ja schon. Ih. Der Baum will bumsen. Was soll ich euch sagen? Mission aktualisiert, Spätentwickler. Okay. Ja. Wow. Was für ein Klopper aber auch. Ja. Das ist jetzt aber... Okay, und wir müssen einen Ast holen. Das ist alles ganz merkwürdig. Überprüfe das Inventar deines Schiffs. Sieht der Constellation Auftragsbörse an. Ganz ehrlich, das können wir auch mal machen, solange wir hier sind, oder? Da hinten. Haben wir nicht zwischendurch gelevelt? Oh ja, haben wir. Sicherheit, Herausforderung 2 von 5, knacke 5 Schlösser, das kriegen wir hin. Und hier brauchen wir noch, was war denn hier, Logistik. Alle Piloten können Fracht transportieren, also dafür, um Frachter zu maximieren. Gibt 2 weitere Punkte für Technologie aus. Antriebssysteme, Energiewaffensysteme, Schildsysteme werden wir wahrscheinlich auch alles noch brauchen. Aber da haben wir noch vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Geologie. Du gewinnst mehr häufige und seltene anorganische Ressourcen aus Oberflächenobjekten. Medizin, Medipacks, Traumapacks, sowas. Schneller. Forschungsmethoden für die Fertigung Items werden weniger Ressourcen benötigt. Auf Dauer wahrscheinlich ganz gut oder auf lange Dauer wahrscheinlich egal. Erhöht Grafsprung, Reichweite des Sprungantriebs um 15%. Oh. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so kacke. Nahkampf, Laser, Pistolenzertifikat. Schrotflintenzertifikat. Ballistik. Haben wir gelöst. Sprengstoff, schwere Waffen, außer Gefecht. Teilchenstrahlwaffen, Zielen, Scharfschützen, schnelles Nachladen, Treffsicherheit, Panzer. Verkrüppeln, Scharfschießen. Ja, das. Da würde ich gerne hin. Schade, dass das so unten ist. Das wird teuer. Sozial, Handel, du kaufst um 5% billiger ein, verkaufst um 10% teurer, das brauchen wir auch. Du kannst Nahrung und Getränke der Güteklasse Spezialität herstellen und einem Forschungslabor zusätzliche Rezepte erforschen. Okay, damit können wir vielleicht später, da wir Felder bauen können, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, können wir später, glaube ich, auch Nahrungsmittel eventuell produzieren und einfach irgendwas verkaufen. Vielleicht. Plündern, gibt mehr Credits, das brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Am Anfang vielleicht nice, später glaube ich eher egal. Einschüchtern. Diplomatie. Das hätte ich gerne. Täuschung, auch gut. Und hier physisch Gewicht heben, Ernährung. Da wollten wir auch noch hin. Tarnung. Kann man die Fähigkeit? Okay, auch schön. Ach, so viele schöne Sachen. Ich will unbedingt alles lernen. Aber für jetzt würde ich, glaube ich, erstmal den Handel nehmen. Dann haben wir nämlich 3 hier voll. Wir müssen immer noch 2 Punkte hier ausgeben. Uff. Und dann auf Diplomatie langsam. Isolation. Okay, wenn wir als einsamer Wolf spielen. Was vielleicht irgendwann mal ganz interessant wird. Verhandlungsgeschick, auch schön. Indem man Worte geschickt durch Credits ersetzt, okay. Außenpostenverwaltung. Ja, ich glaube, Führung, aufhetzen, manipulieren, Schiffsbefehl. Wir sollten... Ich gehe mal in Handel. Oh Mist, ich habe rechte Maustaste gedrückt, weil ich doch nochmal raus wollte. Ja, ist egal. Ich wollte nämlich mal gucken, wenn wir überzeugen gehen, ob wir da vielleicht auf Rang 2 gehen könnten. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber Handel ist halt auch eine gute Sache.
Rang 2. Ja, wir müssen erstmal mehr überzeugen und hier müssen wir mehr Taschendiebstähle durchführen. Einen haben wir bis jetzt erst. Vielleicht können wir das hier erledigen. Solange wir noch hier auf dem Planeten sind, könnten wir das eventuell tun. Würde auch bei Siedlern gehen oder so. War hier nicht eine einsame Wache hier, ne? Entdeckt. Hab ich mich erschrocken. Aber von wem? Ich glaube, ich hab... Wie heißt das noch? Hühneraugen? Ja, die hab ich. Okay, das ist eine weitere Wache. Dir noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. Huch, was macht sie denn? So, haben wir Langfinger gemacht. Nachts ist auch ein bisschen weniger los, aber hier stehen überall Leute in Paaren. Das ist ein bisschen doof. So. Steht hier noch jemand einsam in der Gegend rum, wo ich meine Skills ein bisschen aufwerten kann, indem ich vorher speichere und dann lade. Dann lade, falls es schief geht, meine ich. Ich glaube, Sarah ist nicht ganz so begeistert darüber, wa? Aber wir müssen ja unsere Skills verfeinern. Nur ein ruhiger Tag. Ist das zu viel verlangt? Ja, hör auf. Du bist verhaftet. Keine falsche Bewegung. Entschuldigung. Huch! Oh nein! Ich habe eine falsche Bewegung gemacht. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Nur ein ruhiger Tag. Ist das zu viel verlangt? Mach mich nicht zu deiner Komplizin. Dann bleib doch auf dem Schiff. Mann, du hast selber gesagt, es ist okay. Na, und Officer. Was zu melden? Nein. Taschendiebe gehen hier um. Habe ich gehört. Das weißt du nicht von mir, aber die Ecliptic-Söldner arbeiten manchmal für die Fraktion. Ich habe kein schlechtes Gewissen, die UC zu beklauen. Vielleicht sind sie ja wirklich die Guten, aber auch bei den Guten arbeiten fragwürdige Gestalten. Oh, schön hier. Bisschen verkommen, aber schön. Warum ist das Gebäude eigentlich so verkommen? Weil man undercover arbeiten will? Okay, wir gehen mal rein und machen mal unsere Queste. Ich muss noch weiter langfingern, ich weiß. Hier beklaue ich mal niemanden, ja? Neugierig ich auch auf das Universum bin. Es gibt doch nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen. Ja, gut. So. Constellation Auftragsbörse. Hier ist die also. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Orte eisiges Ökosystem im System Tau Ceti. Orte Aussterbeereignis im System Altair. Aussterbeereignis. Orte globale Gletscherabnahme im System Olympus. Es gibt 10.000, ne? Zur Analyse von Skink. Die Zahlung erfolgt automatisch direkt auf dein Konto, nachdem Skink umfassend analysiert wurde. Da müssen wir nach Cheyenne. Gibt 3000. Ich mache erstmal das 3000 Ding, scheint mir am einfachsten zu sein. Deinen aktuellen Fortschritt bei der Planetenanalyse erfährst du auf der Infokarte des Planeten, auf der Sternkarte sowie über den Scanner, wenn du auf der Planetenoberfläche bist. Bei Planeten ohne Lebensformen reicht es unter Umständen aus, den Planeten aus dem Orbit zu scannen, um die Analyse abzuschließen. Auf den meisten Planeten musst du jedoch landen, um sie gründlicher zu untersuchen. Okay. Registriert. Ich mache erstmal eine und später... Eigentlich können wir auch alle annehmen, ne? Ich meine, die haben kein Ablaufdatum.
Das Finden eines bestimmten Planetenmerkmals stellt die schwierigste Art von Untersuchungsmission dar. Hierfür musst du ein gesamtes Sonnensystem nach einem Planeten mit dem gewünschten Makel absuchen. Finde im Zielsystem Planeten, die Merkmale besitzen. Dies siehst du auf der Sternkarte unten auf der Infokarte des Planeten. Nicht analysierte Planeten besitzen unbekannte Merkmale. Aussterbeereignis. Okay, ich nehme doch erstmal die beiden an. Sonst kann ich mir das alles nicht merken. Na dann. Oh. Haben wir auch sowas mal. So, tschüss Leute, ne? Okay. Weiter geht's. Ach, er ist das Spieler. Mist, da hinten kommt eine Wache. Wir müssen gleich umdrehen, ne? Und hier, oder? Haben wir. Das haben wir. Ich klaue einfach ab und zu Munition und mal gucken, ob wir später noch spannendere Sachen finden. Ich würde Feinden vor allen Dingen, ich würde gerne so gut werden, dass ich Feinden die Waffen klauen kann. Und dann sind die alle wehrlos. Ein Traum. Und wir können die verkaufen und machen noch ein bisschen Schotter damit. Hey, schicke Mütze. Nani? Achso, ich muss einen Zug nehmen. Okay, 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 okay. Noch ein Tag, noch ein Credit. Ja, da sagst du was. Donner? Warum heißt sie Donner? Warum hast du einen eigenen Namen? Donner Rain. Hallo Donner. Freue mich riesig, später Toni zu sehen. Ja, cool. Und wie läuft's? Oh, hallo. Mir geht's klasse. Und dir so? Ja, mir geht's... Ich finde irgendwie keinen Lebenssinn. Ich finde irgendwie keinen Lebenssinn. Ich glaube, so geht es allen manchmal. Vielleicht brauchst du ein Ziel, wonach du streben kannst. Das kann sein. Ja, da hast du recht. Ich lege seit einer Weile Geld beiseite, damit mein Freund Toni und ich die besiedelten Systeme erkunden können. Mhm. Wir kommen der Sache immer näher. Du hast einen Stream-Sniper hinter dir. Was ist mit dem Kollegen da? Der beobachtet sie die ganze Zeit. Du siehst ziemlich kaputt aus. Ja, du willst New Atlantis verlassen? Warum denn? Toni und ich wollen mehr vom Universum sehen. Ich liebe meinen Job, aber es muss im Leben doch mehr geben, als sich in New Atlantis abzurackern. Ja, fühle ich. Was ist mit dir? Hast du schon Abenteuer erlebt? Ich komme eigentlich nicht viel raus, das reicht für ein ganzes Leben. Ich arbeite mit der Constellation zusammen, um Artefakte zu finden. Wow, das sagt mir überhaupt nichts, aber es klingt wirklich wichtig. Macht ja auch Spaß. Ich halte die Augen nach Artefakten offen, okay? Das ist lieb. Aber sag mal, du siehst ein bisschen kaputt aus. Ist alles okay? Wirklich? Naja, du hast schon recht. Ich bin erschöpft. Ich liebe meine Arbeit, aber sie ist anstrengend. Ich könnte wirklich einen Terracino von Terrabrew brauchen. Ich kann dir einen holen, wenn du magst. Wirklich? Das ist aber nett. Vielen, vielen Dank. Ach klar. Terracino, okay. Machen wir. Kannst du hier irgendwas empfehlen in N.A.? Kommt drauf an. Was soll's sein? Essen oder shoppen? Shoppen, auf jeden Fall. Shoppen. Also, mir wäre noch was illegal. Nee, ich würde wahnsinnig gern shoppen. Sieh dich mal im Geschäftsdistrikt um. Es gibt dort ein paar coole Läden. Oh, wirklich? Und wenn du dich ganz neu erfinden willst, geh zu Enhance. Enhance? Was ist das denn? Da müssen wir mal hin. Mach's gut. Da müssen wir mal hin. So, jetzt müssen wir ganz kurz eben... Was denn? Oberpeinlich. Zum Glück war ich nicht dabei. Was denn genau? Manche Leute haben kein Schamgefühl. Was? Wo? Was passiert? Oh, Spill the Tea, Spill the Tea. Okay, wir sollen also ganz kurz einen Frappo Latiato sollen wir eben holen. M-A-S-T, da ist das Must. Der trinkt doch gerade einen. Hier ist doch bestimmt irgendwo...
Hoffentlich hat Aquila City was. Kelten? Ach. Es ist ein Privileg für die Regierung der FC zu arbeiten. Ach, du bist das wieder, Johann. Hey. Die Welt ist klein. Im wahrsten Sinne. Ist zwar riesig hier, aber gemessen an einer echten Stadt natürlich, ist er noch sehr okay. Auch sehr schön hier alles, aber wo komme ich denn zum Frappiato McNugget? Hier sind die Parks, das ist auch sehr schön. Ach, wir sind wieder bei den Outer Districts gelandet, okay. War da hinten nicht ein... War da nicht einer? Ich guck mal. So, ich muss auch raus aus der Gegend. Ich habe gehört, hier geht ein Taschendieb um. Und da habe ich natürlich ein bisschen Angst. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Nichts ist mehr sicher. So, Orion Tower, Closiers. Orion Tower. CJ ist da oben, scheinbar ein paar Läden zu sein. Gehen wir mal gucken. CJs. Hat der vielleicht einen Frappopumpo? Stracciatella? Mal gucken. Oder gibt's ihn nur im Original? Danke für dein New Atlantis ist sehr schnelllebig. Ja. Kein Problem. Keine Immer Zeit. Gerne. Erzähl mal, was du hast. Alles. Chunks. Ich glaube, hier kriegen wir das nicht. Ne? Kartoffeln, Orangensaft, Trinkpack. Der hat schon sehr viel Auswahl. Red Harvest. Oh, gute Marke. Rosinen, Müsli, Hinter Meat. Terrible Classic und Espresso sind aber beides nicht die, die wir haben wollen, ne? Ich kaufe mal von beidem. Ne, weißt du, ich kauf keinen von beidem. Ne. Wir sehen uns. Alleine, hilfsbereite Fremde. Nein. Achso, haben wir schon alles gemacht. Aktivitäten. Ein Terra Brew Cappuccino. Die haben wir beides nicht. Ein Cappuccumpi. Warte. Oh. Oh, ja, hier würde ich gerne mal ausräumen. Mal gucken. Wir brauchen das Skyrim Sneak. Dann kann ich alles mitnehmen. Oder wir brauchen einen Eimer. Essina Tower oder Antenna Tower. Centaurian Arsenal. Da gibt es bestimmt Waffen. Hier wird es doch bestimmt irgendwo Mercury Tower. Ist irgendwie geil, hier so rumzulaufen und sich mal alles anzugucken. Nach einer Stunde jammern sind sie endlich hier gibt es niemanden zum Spielen. Sollten sie nicht spielen? Sie sitzen nur auf dem Gras. Hältst du weitere 3 Runden mit ihnen durch? Da drüben stehen doch Rutschen. Wenigstens sind sie da draußen. Schöner Spielplatz. Richtig lebensbejahend. So, hier gibt's Chunks. Oh, was denn hier? Noch ein Klamottenladen. Ah, schon wieder Eid Closes. Pioneer Tower. Das sind die ganzen Wohntower hier, ne? Das Unterteil ist aber nicht connected. Ach, da wahrscheinlich, das ist der Pioneer Tower. Okay, ich wollte schon sagen, das Unterteil ist gar nicht connected mit dem Hochhaus. Hier in der Mitte wäre es ratsam, ein paar Cafés zu verkaufen. Ich fliege nur mit Tayo-Schiffen. Apollo Tower. Wo war denn? Ich geh mal kurz bei Centaurian rein. Die Leute lästern gern über die Bahnhof. Los, Neugier. Die Kaffeequest ist aber die schwerste. Haben wir eigentlich markiert, dass wir die machen? Ja, doch haben wir. So, oha, 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 oha. Guten Tag. Alleine, dass du durch diese Tür gekommen bist, zeigt schon dein gutes Urteilsvermögen. Oh, vielen Dank. Das gefällt mir. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen bei Centaurian Arsenal. Ich helfe sehr gerne dabei, dir ein schönes Einkaufserlebnis zu bieten. Der Umtausch ist ausgeschlossen, aber du bist mit deinem Einkauf sicher ohnehin zufrieden. Darauf gebe ich dir mein Wort. Wow, was für eine gute Verkäuferin. Du nimmst die Sache ziemlich ernst. Wundert dich das? Wir reden schließlich von Situationen, in denen es um Leben und Tod gehen kann. Hm. Also ich kaufe mir Waffen zum Spaß. So, was kannst du denn empfehlen? Nun ja, das ist eine schwierige Frage, nicht wahr?
Kommt darauf an, wer fragt. Sniper. Hm, ich habe meine Favoriten, aber ich maße mir nicht an, auch deine zu kennen. Angenommen, du befindest dich in der misslichen Lage, eine Waffe einsetzen zu müssen. Was liegt dir am meisten? Intim und persönlich aus der Nähe? Schnelle Feuerrate? Ist Präzision ein Faktor? Bei den Piraten habe ich gemerkt, ich brauche Snipe. Ich bleibe lieber auf Abstand. Ja. Ja, ja. Ah, ja. Nun, dann würde ich persönlich zu Combatech raten. Mhm. Dann zeig mal her. Wir finden bestimmt etwas, was dir zusagt. Combatech, okay. Waffen. Aha, aha. Kampfmesser, Marksman. Oha. 26.000. Oha. Hitman, plus 15% Schaden beim Ziel. Oha. Kalibriert Grendel, modifiziert Equinox. Aha, aha, aha. Coachman, da ist er wieder. Solstice. Die gefällt mir sehr gut. Aber die ist sehr teuer. Kann ich was verkaufen? Vom Schiff? Nee, ne? Aus dem Schiffsinventar verkaufen? Oh, das geht? Aber nur Waffen. Okay. Die Sidestar könnte ich sogar noch behalten. Eine Solstice würde ich gerne behalten. Die Maelstrom haben wir, glaube ich. Die würde ich auch noch mal behalten. Schalldämpfer kalibriert Grendel. Weg damit. Ich speichere mal kurz. Ich will mir die mal kurz angucken. Markentreue hat schon ihre Berechtigung. Mir ist es lieber, jemand fühlt sich mit seinem Kauf wohl, als dass er ein mythisches, bestes Produkt kauft. Die ist so gut. Wir finden bestimmt etwas, was dir zusagt. Die ist so gut. Waffen. Klopp. Wir haben immer noch viele Credits. Und eventuell sind wir jetzt mit der Waffe. Ah, wir können auch noch einige von uns verkaufen, ne? Ich würde mal was gucken. Die haben wir bekommen, ne? Boah, die ist auch nice. Atem anhalten. Ja, der Zoom ist jetzt nicht so der beste, aber immerhin. Und wir haben sonst keine Schuss für die. Was braucht die denn? Kann man das irgendwo sehen? Irgendwann lerne ich das ja auch nochmal. Inventar unten rechts. Ah ja. Was braucht die denn? 11 mm. Muss jetzt mal gucken, wo das steht. 11 mm. Okay. Und kriegen wir auch Munition dafür? Hände hoch, Waffen her. Du bist... Es gibt nichts. Absolut nichts. Ja, zieh dich in Ruhe um. Mach ich. Munition. Hüllenlos. Gesamtkosten 6.000. Boah. Alle kaufen. Kaufe oder verkaufe 25 einzigartige Items? Wir müssen den ganzen anderen Plunder auch noch verkaufen, ne? Mal gucken, mal gucken. Ich glaube, ich reise mit den Kindern ein bisschen durchs All. Einfach mal was erleben. Mhm. Das tut ihnen gut. War bei mir definitiv so. Bist du als Kind viel gereist? Ja, meine Eltern fanden es immer zu gefährlich. Ich habe da echt was verpasst, glaube ich. Hier finden die besten Gespräche statt. Es ist einfach toll. So, okay.
Ohne Questmarker bin ich hier aufgeschmissen. Ich weiß nicht mehr, wo der Kaffeeladen war. Da kommen wir nur da hinten rüber. Mit dem Zug vielleicht irgendwo hinfahren? Ich weiß es nicht genau. Du musst auf diesem Planeten. Ja, ja, ich weiß, aber ist egal. Transitwagen, Raumhafen, Geschäftsdistrikt, Mastdistrikt. Wir sind gerade im Geschäftsdistrikt, ich geh mal kurz zum Mastdistrikt. Oh, warte mal, da habe ich die, glaube ich, getroffen, ne? Ne, wir sind gar nicht im Geschäftsdistrikt. Ich muss, glaube ich, zum Geschäftsdistrikt. Ja, sie stand... Da steht sie. Ja, hallo, ich suche immer noch einen Kaffee. Ich bin doof. Ich muss in den Geschäftsdistrikt. Ich war gerade im Wohndistrikt, wo die ganzen Tower stehen. Aber da wäre ein Kaffee halt auch nicht schlecht, ne? Sag ich ja nur. Da hammert... Ja, da ist es doch. Offenbar sind die so klein, die haben nur den einen Laden. Naja, das wusste ich nicht, dass die so winzig sind. Sehr schlechte Marke. Hallo? Hi, willkommen bei Terra Brew. Ja, komm. Natürlich, lass dir ruhig Zeit. Nee, ich will möglichst schnell wieder weg. Ein Cappuccino bitte, ja? Dankeschön, ciao. Weg. Das Freestar Collective gehört nicht... Weißt du, warum die Crimson Fleet... Sowas wieder. Was man so nebenbei mitbekommt. So, dann lass uns hier mal abgeben. Oh, Sarah hat gerade die Bahn verpasst. Ärgerlich. Da muss ich eine später nehmen. Huch, was war das gerade? Das habe ich gesehen. Warum putzt... Ach so. Ob ich New Atlantis vermissen werde, wenn Toni und ich gehen? Ich glaube nicht. Verstehe. Irgendwann verlasse ich New Atlantis. Für immer. Ja, hier erstmal dein Terracino. Vielen Dank. Bald habe ich wieder jede Menge Energie. Dann bin ich die leidenschaftlichste Hausmeisterin in ganz New Atlantis. Hier, das habe ich beim Putzen gefunden. Ich dachte, du kannst es vielleicht brauchen. Ach, das ist lieb. Danke nochmal. Wirklich sehr nett. Gar kein Problem, wirklich. 100 Credits gefunden? Aber dann spar doch lieber ein bisschen. Ja, und wie läuft's gerade? Weißt du, heute ist einer dieser Tage, wo ich einfach nur an Essen denken kann. Wirklich? Vielleicht führt mein Freund mich ja später zu Chunks aus. Oh gut, ich dachte schon, ich muss was zu essen holen. Okay, tschüss. Komm bald wieder. Mach ich gerne. Wiedersehen. Oh, ein Page? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der 6 Millionen Dollar Page. So, wir laufen immer noch mit Raumanzug rum, weil wir es können. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Nächste Folge gehen wir mal diese Erkundungsmission an. Und wir haben immer noch die Undercover-Mission offen, die müssen wir auch noch machen. Aber nächste Folge gucken wir erstmal, wie das ist mit den Erkundungen. Die Waffe, die ich jetzt gekauft habe, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, weil die war sehr teuer. Aber ich glaube, die ist momentan noch über unserem Leistungsniveau. Ich glaube, die können uns gute Dienste leisten. Wir hätten es nicht machen müssen, bin ich ganz ehrlich, aber ja, fuck it. Wir werden, glaube ich, noch genug Geld verdienen, einfach auch mal was ausgeben. Ist mal was, ist ungewohnt, ja, ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken, so, was? Nein, was? Ja, das passiert ja selten, aber ich habe es einfach mal gemacht. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen nochmal, ne? Und bis zur nächsten Folge. Ciao, mit V. Tschüss.